Im Jahre 100 vor Christus erfinden griechische Ingenieure einen mechanischen Computer mit hochpräzisem Getriebe. 2000 Jahre lang gilt alles Wissen über die Apparatur als verloren. 1901 entdecken Taucher das Gerät in einem Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera. Eine Sensation. Mehr als ein Jahrhundert vergeht, bis der wahre Zweck des Geräts mit Hilfe von Röntgencomputertomographie enthüllt wird. Die Vorhersage von Himmelserscheinungen und Sonnenfinsternissen mit ungekannter Präzision. 2010 wird eine voll funktionsfähige Nachbildung gebaut, und zwar aus Lego. Lego-Technik-Bauteile, 110 Zahnräder, 30 Tage, um den Prototypen zu entwickeln und zu bauen. Und so funktioniert es. Eine mittlere Antriebskette leitet Antriebskraft in zwei Flügel, die jeweils dieselben Rechenprozesse ausführen wie der Originalmechanismus. Jeder Flügel besteht aus zwei Getrieben. Jedes Getriebe führt eine mathematische Operation durch. Der vordere Getriebeteil vervielfacht jede Kurbeldrehung und ist mit diesem hinteren Getriebe verbunden, das die Bewegung nochmal multipliziert. Dabei werden doppelt so viele Zahnräder verwendet wie beim Originalmechanismus. Diese Zahnräder zum Beispiel verfünffachen die Kraft, diese verdreifachen und teilen wiederum durch 5. Dieses Differential verbindet die beiden Getriebe. Drehung und Kraft sind so gewählt, dass die Zyklen von Sonnenfinsternissen berechnet werden können. Jedes Getriebe übernimmt einen Teil der Arithmetik und gibt die Kalkulation an das nächste weiter. Am Ende findet eine Übertragung auf Anzeigenadeln statt. Und wenn die Nadeln in einer bestimmten Konstellation stehen, sagen sie Zeit und Datum einer zukünftigen Sonnenfinsternis vorher. Ziemlich eindrucksvoll für einen Haufen Plastiksteine, nicht wahr? Oder, was das betrifft, ziemlich eindrucksvoll für ein paar antike Zahnräder.